Hallöchen zusammen. Hallihallo. Heute zeigen wir euch mal den Greifswalder Bodden hier aus Sicht des Campingplatzes Luisin. Oder Leusin. Luissin wird es geschrieben. Wie es ausgesprochen wird, wissen wir jetzt beide nicht. Aber erstmal steigen wir so auf circa 70 Meter Höhe. Mal gucken, was wir da schon sehen. Das ist die Blickrichtung Rügen jetzt, die wir jetzt momentan drin haben. Mal gucken, ob wir da nachher auch ein bisschen was von sehen. Ne, jetzt noch nicht. Ja, mal gucken, wir nachher mal noch höher. Erstmal so eine Runde schwenken. Wunderschöner Sandstrand, wie man sieht. Das Wasser ist auch sehr klar. Und da sieht man im Hintergrund die vielen Häuser, die da manche Bäume stehen. Das sind Ferienhäuser. Ist der Campingplatz trennt sich durch den Parkplatz, den man da sieht. Der Parkplatz dient nur zur Anmeldung. Da darf man nicht stehen bleiben. Ansonsten ist das hier der riesengroße Campingplatz jetzt. Mal gucken, mal ein bisschen weiter runter, damit man uns sieht. Da wo das rote Auto steht, jetzt so auf 8 Uhr, ihr sehen, 7, 8 Uhr, das einzelne WOMO da bei den Zelten, was so ein bisschen schief steht. Ah ja, das sehe ich jetzt erst. War egal, wir waren gestern Abend erst hier gewesen. Heute haben wir das schöne Video hier für euch mal gedreht. Aber wenn man so will, jetzt mittig dort war es eben zu sehen. Da unten, da sind wir. Die dunklen Punkte, die sich dann eben bewegen. Ja, richtig. Du sitzt ja auch. Naja, der Sand war warm. Ach so. Ja. Das ist alles da noch Campingplatz. Schöne sanitäre Anlagen mit Zeltplatz, denn für Wohnmobile, Wohnwagen, alles geeignet hier. Genau. Und ganz hinten sind denn die Bungalows zu sehen, die man sich auch hier mieten kann. Die gehören aber nicht zum Campingplatz, die Nein, sind die, gesondert. Der genau. Campingplatz selber, der ist circa 12 Hektar groß. Jeder Stellplatz hat ungefähr 100 Quadratmeter. Wir haben hier auch Wasser und Strom und sind sehr dicht hier am großen Wasser dran. Also wir brauchen bloß durch die Hecke gehen. Genau, wir laufen So, ungefähr jetzt gucken wir zwei mal. Minuten So, und 2, 3 Minuten, je nachdem wie schnell ich bin. Denn ich bin ja der langsamere von uns beiden. Also von daher. ja. Aber wenn wir mal weiter hochsteigen, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. 100 Meter dürfen wir ja. So, dann drehen wir mal noch eine Runde. Jetzt haben wir landeinwärts. Ist Blickrichtung Luisin, was man da hinten so am Hintergrund ein bisschen sehen kann. Dahinter kommt dann Chemnitz mit K, versteht sich. Ja, nicht mit CH. Das ist nochmal Richtung Lubminen, da werden wir mal auf die Rücktour mal gucken. Ja. Da haben wir was gesehen, wo man eventuell stehen kann, so ein bisschen. Genau. So, und da linke Hand sieht man jetzt ein bisschen von Rügen. Das ist Grabow auf Rügen. Aber wie gesagt, man sieht nur ein bisschen. Und da unten sieht man uns jetzt ganz, ganz schwach als Punkte bloß noch. Ja, mal ein bisschen runter gehen will er, hm? Ja. Sieht man da noch mehr? Nee, ich kann jetzt nur später. Aber wie gesagt, dazwischen die Bäume kann man aber immer durchgehen, direkt zum Strand. Das ist wunderbar gemacht. Ich komme mal sachte tiefer, damit wir da mal ein bisschen was sehen. Genau, das Wasser ist ja wasserschön klar, Ja. schön flach, können Kinder schön drinnen planschen. Das Also alles ideal. ganz sachte Abfallen, man kann 50 Meter, wenn nicht sogar noch mehr, Ja, ringehen, bis ja. man erst bei der Knie ist. Also Genau. sehr wohl angenehm. Wasser hat auch eine tolle Temperatur im Moment, also nicht zu kalt. Für Für meine Verhältnisse jedenfalls. deine Verhältnisse. Jeder andere würde wahrscheinlich rausspringen. Ja, stimmt, du wolltest ja sowieso gleich mal rinlatschen, ne? Hattest du ja gesagt. Latschen. 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 Latschen oder watschen, wie willst du das Latschen machen? habe ich eigentlich immer nur an den Füßen. Nee, du hast keine an, du bist barfuß, habe ich gesehen.
Nee, aber so auch eine sehr schöne Gegend hier. Hier auf dem Campingplatz ist es übrigens schön ruhig. Also, das ist wirklich zu empfehlen hier. Stehen tut man nicht auf Beton, man hat Wiese unter sich, also ist sehr angenehm hier. Immer wieder die Kamera so ein bisschen. Da unten sind wir. Ach, gucke da. Da ist Nettie schon drin im Wasser. Jetzt aber mal schnell runter. Mal gucken, wie sie im Wasser latschen tut oder watschen tut. Nein, ich mache Wasser treten. Treten? Warum trittst du das Wasser, sag mal? Weil das Hat Wasser er. auch mich immer tritt. Wie, das hat dir was getan? Na, jetzt muss ich doch mal gucken, komm. Tiefer, tiefer. Obwohl der Wind relativ heftig ist, liegt die Drohne doch schön ruhig für die Bilder. Das ist gut. So, jetzt gucken wir mal. Nicht nach mir. Ich will nicht ihn drin haben. Halt nicht zum Himmel. Horizont will er justieren. Na, na, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da ist er. Da kommt es zum Vorschein. Noch ein bisschen. Da. Jetzt winken wir erstmal. Die Hose dürfen nie nass werden, ich durfte sie nie Du kannst loslassen. so winken. Warte mal, ich komme mal dichter, damit man das besser sieht. Nur nicht ins Wasser rennen. Das wollen wir nicht. Halt da lang. Nee, andere Seite. Ja, genau. So. Nie so Jetzt. dichte. Klar. Nein. Doch, wir können noch ein Stücke. Nein. Doch. Na. Halt du lieber deine Hose fest. Nee, du wirst nicht nass werden. Ey, deswegen gehe ich jetzt auch wohl aufwärts. Na denn. Aufwärts. Der Blick von oben ist viel besser. Ja, muss ich dir recht geben. Also die Aussicht hier, die ist wirklich einmalig. Das ist richtig schön, ne? Und vor allen Dingen so schön das klare Wasser. Ja, das ist am besten. Da siehst du von oben dann sogar die Sandbuchten, die so ein bisschen drin sind. Genau. Ist an den Stellen kann man garantiert 500, 600 Meter drinlaufen, bis man überhaupt mal tauchen könnte. Ja, ausprobieren. Na, sieht man uns noch? Na, na gut, dann drehen wir mal rum. Die Größe des Campingplatz noch mal ausloten. Ja, und wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Genau, wir werden die Tage noch mal ein paar neue Videos machen und die dann später online stellen. Ja, das machen wir wieder, wenn wir wieder in Brizen sind. Da haben wir bessere Verbindung. Genau.